Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der dicke, diddeste Hannes. Moin. Und hinter der Kamera die Shenaya, die ist die Kamerafrau. Moin. Miau. Miau, ja genau, Mioff hat sie gesagt. So. Ich hab glaubt, ne, Kesso hat gar keinen. Hat Kesso ein Video gemacht davon? Nee, oder? Nee. Kesso hat mir privat ein Foto geschickt. Das war's. Kesso hat mal ein Foto geschickt, hat gesagt, guck mal, kennst du die? Hatte irgendwo im Lidl gefunden gehabt. Oder Aldi. Ich verwechsel die zwei immer. Das ist wie alles andere, was man immer verwechselt. Die hat er mir geschickt in einem Foto und die fand ich interessant. Und bei der Goldenen Meile, die wir bestritten haben zu dritt, habe ich die gesehen, habe die extra mitgenommen, dass wir die auch mal testen können. Das Ding ist Fireball Cinnamon and Whiskey Flavor Likör. Hier ist so ein The Best hier drauf. Hier steht nochmal was, nicht für schwangere Frauen. 4-Pack mit 33%. Also Jenny. Gott sei Dank, ich bin auch. Und ihr kennt ja alle immer die Dosmas-Getränke vielleicht. Dosmas war ja immer Tequila-Zimt-Likör. Gab es immer in super Flaschen, gab es 1000 Variationen davon. Und das müsste ja so ähnlich sein. Aber nicht, dass es halt Tequila mit Zimt ist, sondern Whisky mit Zimt in Taschenrutschern und als Fireball. Ich möchte das jetzt mal aufmachen. Hier steht noch, what you have here is a liqueur with smooth whiskey flavor and a fiery kick of red hot cinnamon. It tastes like heaven, burns like hell. What happens next is up to you. So, also das schmeckt wie Himmel, brennt wie Hölle. Und was als nächstes passiert, das hängt an dir. Das würde ich sagen, als nächstes, naja, werden wir das mal probieren oder was hier, diese komischen, dreckigen. Himmel brennt nicht, nur die Hölle. So eine schöne Verpackung und schon ist die Verpackung weg. Eigentlich wollten wir das die Tage mit dem Wusa mal machen, aber jetzt ist der nicht mehr da und jetzt machen wir das irgendwann mal mit dem Muttertier sozusagen. Ich finde die sehr nice, die Teile. Das kannst du auch aufheben, ne? Ja. Das ist ja eine Plastikflasche. Eben deswegen. Kannst du auch als Andenken mitnehmen, kannst da immer als Flachmann, kannst als da dein Fevi Black reinfüllen, genau, für unterwegs sind immer mal so. Aber 50 Milliliter ist da drin, schon ordentlich. 50. So, Shenaya darf diese Flasche jetzt zuerst nehmen, die darf zuerst probieren. Hier ist 33% hat das Teil. Lassen Sie es sich schmecken, gucken Sie mal rein. Ziehen Sie mal weg. Oh, wir müssen die Shenaya nämlich gleich zum Zug bringen. Ja. Und damit der Zug schön nach Zimt riecht, haben wir gedacht, kann sie das mal probieren. Ich das riecht wirklich gut nach Zimt. Ich weiß ja nicht, woher jetzt hier Schärfe kommen soll, weil Zimt angeblich scharf ist, aber es gibt ja immer so andere Sachen. Das müsste eigentlich also nur nach Whisky mit Zimtnote. Oder kommt Schärfe von Zimt? Ist Zimt scharf? Nee, Zimt ist nicht scharf. Zimt hat gar keinen Geschmack. Zimt ist Zimt. Na, 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 na. Ach, du willst hier noch was aufheben für die Zugfahrt, sehe ich gerade. Oder ist es mehr, als man so sich vermutet? Ah, jetzt, das sind die Waren hier vom Aldi Sitzenden. So, der Body hier ist leer. Schmeckt's denn aber? Oh, ein 33-prozentiger, ja. Sagen wir es mal so, ja, es. Ich will nicht sagen, es brennt. Also, es ist gut scharf, ja, aber ich ertrage es ganz gut. Man schmeckt aber auch den Zimt raus. Ich meine, es ist ja immerhin trotzdem ein Whisky, ja? Und normalerweise trinkt man ja beim Whisky auch ein Gläschen Schwätzerle, immer so und so. Und die meisten sagen dann, ah, und verzieht sich das ganze Gesicht. Nur, dass der gemischt ist mit Feuerbällen. Ja, wobei den Whisky-Geschmack kann man da eigentlich auch leicht draus schmecken, sage ich mal. Aber ich habe schon schlimmeren Whisky schon mal getrunken. Aus Irland. Johannes, dann machen wir dein Ding auf oder wollen wir gemeinsam? 33%. 33%. Schlimmer vorgestellt von der Schärfe jetzt allein, aber ich dachte erstmal, ich könnte jetzt Feuer sprühen, ne? Nur. Muss man den schütteln oder was? Nein. Das Kohlensäure rausgeht. Ja? Naja, aber die Flasche sieht cool aus. Stimmt, die behalte ich auch. Nein, das geht nicht, oder? Nee. So? Erst behält man immer alles und dann irgendwann 10 Jahre später wirft man es trotzdem weg, weil es nur blöd rumgelegen hat. Du wolltest dir das jetzt auf die Nase stopfen? Genau, aber das geht bei mir nicht. Meine ist nicht haltbar. Bei mir geht es auch nicht, weil da ist zu viel Zimt drin. Ja. Dann Prost, Hannes. Du musst auch das Schild nach hinten machen, dass man das auch sieht. Yo, Bro. Nach vorne, nach hinten. Prost. Wir hängen uns mal kurz zurück. So, seht ihr den Hannes nochmal in Action? Ach, der macht es so.
wie ihr Vater. Guck dir das an, wie ihr Vater. Kann ich das auch? Warte, lass mich trinken, so lang, und dann kannst du sagen, wie es schmeckt. Sehr geil. Erst einen leichten Zimtgeschmack, mhm, dann geht's runter, der Whisky wie nichts, und dann leichtes Brennen hinten, ja, aber geil. Hat was. Hat was. Mhm. Seid ihr Dosmas-Fans? Kennt ihr Dosmas im Original? In Tequila, Zimtlikör. Hab ich noch nie getrunken. Aber kennen, in Anführungszeichen, ja, ich habe ihn schon mal gesehen, aber noch nie getrunken. Ich habe nur den originalen Tequila getrunken mit dem Mezcal-Bomb drin. Hm. Vor allem der Dosmas hat ja auch, glaube ich, nur 17% oder 18%, weil es ja ein Likör ist, so ja, wie hier Pfeffi. Weil das mit Whisky ist, hat es halt 33%, aber geschmacklich ist es in meinen Augen im Prinzip genau dasselbe. Okay. Diesen Unterschied zwischen Tequila oder Whisky merkst du nicht, weil präsent einfach Zimtnote ist. Und dass es im Nachhinein ein bisschen durch den Alkohol auch kratzen und brennen kann. Na ja, klar. Kann bei beiden sein, aber du weißt nicht genau, aber, von was. Aber du darfst halt nicht klar vergessen. Klar ist der stärker, aber... Du darfst aber eigentlich vergessen, schlechter Whisky brennt immer. Guter Whisky brennt nicht. Ja, aber guter Whisky mit Zimt drin brennt dann auch. Das glaube ich nicht. Ich würde weiterhin natürlich lieber Dosmas supporten, weil das ist das, okay, mit dem Peace-Zeichen drauf, aber du findest keine durchsichtigen Flaschen mehr im Original wie von damals. Da macht das hier irgendwie schon einen richtig coolen Eindruck. Die letzte Flasche, die vierte Flasche, möchte ich übrigens dem Muttertier geben, dass die das mal probiert, was die dazu sagt. Der Fireball Cinnamon Whisky Flavor Likör. Das heißt, ich blende mal kurz das Muttertier ein hier, wenn ihr das getrunken hat. So, hier fürs Muttertier haben wir natürlich einen Ohrrein vorbereitet. Guck dir das an hier, Fireballs, irgendwas mit Likör und Whisky, weil du magst ja so gerne Dosmas. Da kannst du ja das bestimmt auch mal probieren. Feuerball. Genau, leg dir schon mal das Brechtuch hin. Ja. Du wirst nämlich jetzt mitten ins Video reingeschnitten, obwohl du die Letzte bist, die das macht. Hast du schon aufgemacht? Nö. Hat schon geknackt? Nee, noch nicht. Nö. Sonst denkst du, ich habe da was anderes reingefüllt oder so. Und das möchte ich nicht, deswegen ich muss nur original so ist. Mal riechen. Nur original ist sicher. Boah. Und riecht's nach Zimt? Nee. Für mich nicht. Gut. Außerdem habe ich ja Schnupfen, ich bin erkältet. Schmeckt es ja nach Zimt. Dann aber das ja riecht mehr, mehr so nach... Vielleicht ist es Verschwendung. Wodka. Nach Wodka riecht es für mich. Ja, Whisky. Also es ist stark. Irgendwie so es riecht stark. Nach stark, genau. Es riecht nach stark. Vielleicht ist es auch Carolina Reaper Soße. Ja, dann probier doch mal. Also ich kann aber nicht das ganze Ding mit einmal leer trinken. Doch, das kannst du. Nee. Ich vertraue dir. Kann ich nicht einfach mal nur so ein fühl dich nicht beobachtet, jetzt haust du einfach weg und dann... Mach halt, wie du denkst, weiß ich nicht. Probier halt einen Schluck und dann sagst du, oh ja, das ist aber schön. So, ich weiß nicht warum, da steht 18% und nimmst auf. Dann nimmst 1% ab auf 17 und dann steht dort, der Akku ist leer, ausschalten. Bei 17, was sind denn 17? 17 sind für mich 17 und nicht 0. Aber egal, wir haben der Mama jetzt einfach noch eine Flasche besorgt, weil sie die andere schon getrunken hat. Und jetzt müssen wir nochmal gucken, wie es hier schmeckt. So, dann machen wir mal auf, genau, und dann viel Spaß für den Zwischencut. Oh, muss ich gucken, ob ich das schaffe. Oh Gott. Jetzt mal einen großen für den Bubby, ne? Nicht? Gut, warum? Der war doch gut. Und jetzt? Und wie schmeckt's? Hast du ja gesagt, du hast keinen Geruch, hast du Geschmack? Uah. Ja, es schmeckt nach Zimt. Zimt. Es schmeckt stark hinten nach Zimt, ja. Zimt und irgendwas, was stark ist, irgendwas, was bissig ist. Whisky. Was stark, vielleicht nicht scharf. Whisky. Scharf. Ja, das Scharf ist ach, Whisky ist es, ach so. In Wodka. Siehst du? Oh, da kommen schon die Tränen, so. Ja, oh. Wir melden uns zurück hier zum Team Instinct, ach, zum den drei von der Tankstelle, meine ich. Das war das Muttertier, da hat es jetzt getrunken. Ich weiß noch nicht, wie es geschmeckt hat, das sehe ich erst im Nachhinein. Trotzdem würde ich sagen, danke Muttertier, dass du diesen getrunken hast, das hast du mir mal super herrlich gemacht. Ihr hat es bestimmt auch geschmeckt, aber nochmal braucht es nicht, glaube ich. Ja, nochmal würde ich die trotzdem auch nicht kaufen, dann doch lieber so eine große Flasche Dosmas und hast du auch mehr davon, von der Menge und vom Preis her. Ja, wenn dann schon rein in Whisky, so, okay, guten Whisky, aber wenn dann schon rein in guten Whisky,
Also das Pfeffi-Tasting, was wir die Tage gemacht haben, fand ich richtig cool. Das auch richtig interessant mal so. Wenn ihr das kennt, schreibt es mal rein. Grüße an Kästor an der Stelle. Ansonsten würde ich sagen, war es das von unserer Seite aus. Danke, Hannes. Jo, bitte, immer gerne wieder. Dankeschön, na ja. Jo, immer wieder gerne. Genaya, fünf Hände und so. Ja, genau. Also Peace out forward, euer Ramses, eure Genaya, euer Hannes. Ciao. Ciao.